Ein ungewöhnlicher, doch ich denke kein passenderer Ort für den Weihnachtsgruß des Bonifatiuswerkes an Sie. Wir sind in der Frauen- und Kinderklinik St. Luise hier in Paderborn und wir freuen uns, Sie beglückwünschen zu dürfen, Familie Stöver, für das Neugeborene, Ihr Christkind, das geboren wurde vor einigen Wochen. Welchen Namen haben Sie Ihrem Kind denn gegeben? Rika Wilhelmina. Ich möchte Ihnen von uns eine kleine Tauf- und Geburtstasche geben. Und Sie sagen ja, die Kleine ist eine kleine Rakete, Rika, und sie soll an Silvester getauft werden. Und dieser Ort spricht auch für sich, es geht Weihnachten um Menschwerdung. Es geht um die Menschwerdung Gottes. Gott zeigt uns in einem Kind, in Jesus, sein Gesicht. In alle Lebensporen dieser Welt hineingeboren, Menschwerdung Gottes, die auch die Menschwerdung eines jeden von uns betrifft. Durch alle Höhen und Tiefen, durch Leiden bis ans Kreuz und durch seine Auferstehung teilt er sein Leben mit uns. Und jedes Kind, das geboren wird, zeigt uns, dass Gott die Lust am Menschen nicht verloren hat. Und so können wir Ihnen nur gratulieren, aber auch allen Eltern danken, die den Mut haben und die Freude, Ja zum neuen Leben zu sagen. Wir können Danke sagen allen, die hier in der Klinik Menschen beistehen, nicht nur an Weihnachten, Menschen, die bedürftig sind, Menschen, die unsere Hilfe brauchen. Und darum geht es in der Menschwerdung auch. Wir möchten auch Ihnen Danke sagen im Namen des Bonifatiuswerkes, wo Sie in vielen Projekten Menschen in ihrer Menschwerdung beistehen, Kindern Orientierung geben und Jugendlichen Projekte unterstützen, auch in aller Zerrissenheit unserer Welt. Wir wünschen Ihnen, wie es bei jeder Menschwerdung ist, dass jede Menschwerdung Geheimnis, Wunder und Geschenk zugleich ist, dass in jedem Kind, was uns anlächelt und jeder Mensch, der uns begegnet, dass wir daran erinnert werden. Wir sind Ebenbilder Gottes und wir sind eingeladen, einander beizustehen in unserem Leben. Und jeder, der uns begegnet, kann uns daran erinnern, dass jeder Mensch überall auf der Welt ein Wunder, ein Geheimnis und auch ein Geschenk für uns ist. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen vom Bonifatiuswerk gesegnete Weihnachten, einen guten Übergang ins neue Jahr und dass wir, wie Ihr Kind, einmal zum Segen für andere sein können und sein werden.